Vor der Flüchtlings- und Eurokrise war es eines der am meisten diskutierten Themen. Wie die Energiewende ohne emissionsfreie AKWs schaffen und gleichzeitig den Klimawandel stoppen, der über Erderwärmung Unheil anrichtet und in Form von Emissionen auch die Gesundheit gefährdet. Heute wurde im Landtag um Erfolg oder Misserfolg der grün-roten Landesregierung gestritten. Die Prognosen sind klar und düster. Das Weltklima wird sich durch die beständige Erwärmung der Erdatmosphäre dramatisch verändern, wenn der Mensch nicht durch eine Minderung der von ihm produzierten Treibhausgase nicht wenigstens der permanent beschleunigten Erderwärmung weltweit ein Ende setzt. Mit mehr Hitzetagen und Trockenheit und ernsten gesundheitlichen Konsequenzen als Folge ist zu rechnen. In Stuttgart ist die Temperatur 2015 an 55 Tagen, in Freiburg an 65 Tagen über die Hitzetagemarke gestiegen. Dürren und Hochwasser als denkbare Folgen. Das Land trägt zwar global nur 0,2% am CO2-Ausstoß bei. Trotzdem will die grün-rote Landesregierung beim bevorstehenden Pariser Weltklimagipfel Tempo machen und sieht das Land in einer Musterrolle. Nach den Zahlen für die Jahre 2012 bis 2014 haben die Maßnahmen im Zuge des Klimaschutzkonzeptes, die 108 Maßnahmen, Einsparungen in Höhe von 475.000 Tonnen für Baden-Württemberg in 3 Jahren ergeben. Und ich denke, dieser Wert kann sich sehen lassen, meine Damen und Herren. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass die Gebäudesanierung ein ganz festes Standbein beim Klimaschutz in Baden-Württemberg ist. Nicht nur in Sachen Wirtschaftsförderung, sondern auch in Sachen Energieeinsparung. Gerade beim Thema Flüchtlinge auf der Welt ist auch das Thema Klimaschutz hochaktuell. Wenn es uns nicht gelingt, die von Menschen gemachte Klimaerwärmung zu begrenzen, werden Wassermangel und Naturkatastrophen vielleicht noch gewaltigere Flüchtlingsströme auslösen wie die, die uns derzeit allen zu schaffen machen. Mit dem IEKK-Gesetz zur verbindlichen Reduktion des CO2-Ausstoßes im Land bis 2020 um mindestens 25%, das auf geförderte Energiesanierungen, Effizienz und den Umstieg auf regenerative Energien setze, habe man Bahnbrechendes und Vorbildliches geleistet. Das aber finden indessen nicht alle. Wo wir aber nicht so ganz dabei sind, das sind die verschiedenen Maßnahmen in Ihrem IEKK. Und da haben Sie ja einen Monitoringbericht vorgelegt und ich nenne jetzt einfach mal nur die Zahlen. Von den 108 Maßnahmen, wenn das 100% sind, sind 25% überhaupt nicht begonnen. Da steht dann, soll in dieser Legislaturperiode begonnen werden. Ich frage mich, wann wollen Sie damit eigentlich anfangen? Besonders betrifft dies aus Sicht der Opposition das Thema mehr Windenergie, das die jetzige FDP-CDU-Opposition als Regierungsparteien lange verhindert hatten. Und Sie können doch nicht einfach wegdiskutieren, dass 37% der Bürgerwindkraftanlagen in Deutschland rote Zahlen schreiben. Und nein, diese Zahl, die ist nicht von der FDP, sondern die Zahl ist vom Bundesverband der Windenergie. Und das bezogen auf ganz Deutschland. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass Baden-Württemberg tatsächlich eine geringere Windhöfigkeit hat, dann ist es einfach so, dass Baden-Württemberg der schlechteste Standort für eine Windkraftanlage ist. Die Opposition wittert eine ideologische Windkraftbejahung um jeden Preis, vor allem um den von permanent steigenden Energiepreisen, wie sich jetzt bei der steigenden EEG-Umlage zeige. Argumente, die in der Regierungsfraktion Empörung auslösen. So, und in Baden-Württemberg Ende September waren in Baden-Württemberg 121 Anlagen im Bau. Investitionsvolumen für diese 121 Anlagen 500 Millionen Euro. Sie erzählen hier Zeugs, wo Sie die Investoren alle für verrückt erklären, die das tun. Das sind aber Leute, die daran glauben, dass in Baden-Württemberg mit dem Ausbau der Windenergie, dass sie hier einen Beitrag zur Energiewende leisten. Der von der grün-roten Regierungsmehrheit eingeforderte Schulterschluss aller demokratischen Landesparteien gegen den Klimawandel war heute offensichtlich nicht erkennbar. Die Augen der Landespolitiker sind jetzt auf die Weltklimakonferenz in Paris gerichtet.